Bei einem Besuch des israelischen Außenministers Eli Cohen in Berlin hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock am Dienstag Teile der geplanten Justizreform in Israel kritisiert. Ich will nicht verhehlen, dass wir uns im Ausland Sorgen machen über einige gesetzgeberische Vorhaben in Israel. Zu den Werten, die uns verbinden, gehört der Schutz rechtsstaatlicher Prinzipien, wie die Unabhängigkeit der Justiz. Das war immer ein Aushängeschild Israels. Die neue rechtsgerichtete Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu plant unter anderem, ihren Einfluss bei der Auswahl von Richtern zu stärken und die Befugnisse des obersten Gerichtshofs einzuschränken. Cohen forderte von der Bundesregierung schärfere Reaktionen auf das Atomprogramm des Iran. And I was very glad. Ich war sehr erfreut, erneut die Bekenntnis Deutschlands zur Sicherheit Israels zu hören. Aber nach den Worten wollen wir Taten sehen. Und jetzt ist die Zeit, um die entsprechenden Taten gegenüber dem Iran zu ergreifen. We are looking for actions. And this is the time to make the relevant actions in front of Iran. Thank you very much. Cohen forderte mehr diplomatischen Druck auf Teheran und schloss dabei auch eine militärische Option nicht aus.